Willkommen zu einem neuen Tag mit unserem süßen Grey Rebel hier unter der Dusche. Habt ihr übrigens auch rausgefunden, dass es reicht, wenn man die ganze Zeit nur eine Stelle duscht? Ich meine, dem Pferd gefällt das nicht. Ich könnte dann natürlich auch etwas anderes aussuchen als sein Gesicht, aber ich finde das ganz lustig und deswegen bleibt die Dusche hier in dem Gesicht. Ne, ihr braucht den Schwamm einfach nur so draufdrücken. Das Pferd kann sich nicht wehren. Und dann duscht ihr es einfach kurz ab. Geht nämlich viel, viel schneller, als wenn ihr das so richtig macht. Aber ihr könnt es natürlich auch richtig machen. Ich gehe jetzt mal nochmal die Pflege durch. Und könnt ihr uns ja nochmal angucken. Hier unseren großen Grey Rebel. Ne? So ein schöner, ne? So ein hübscher, süßer Mustang. Also, das ist schon wirklich ein hübsches Pferd. Und so wie ich finde, das hübscheste von den drei Pferden. Ich werde euch am Schluss des Videos nochmal alle drei Pferde groß zeigen. Also den Grey Rebel kennt ihr jetzt ja schon, den Schecken. Am Schluss zeige ich euch nochmal dann den Falben in groß und auch den Weißen in groß. Ne? Und dann könnt ihr euch nochmal selber ein Bild davon machen, wen ihr dann am hübschesten findet. Und währenddessen tränken wir und füttern wir hier nochmal unseren Grey Rebel. Mal sehen, was da jetzt für Aufgaben kommen. Wir haben ja beim letzten Mal schon neue Besattelungsaufgabe gehabt und ich bin ja gespannt, was wir jetzt hinzukriegen, was wir dem großen Pferd denn noch alles beibringen können, ja? Weil so ein paar Sachen muss auch unser Pferdchen noch lernen, damit es zu einem großen, wilden Mustang wird. Ich habe schon mal gesagt, ich mag in Star Stable ja eigentlich den Mustang nicht, weil wegen dieser Rumbockerei. Und ich hätte jetzt gehofft, dass wir ihn hier im Training das Rumbocken abtrainieren können, sodass er das vielleicht im Spiel nicht mehr macht, sondern vielleicht ein anderes Kunststück kann, wie dieses Hinlegen oder Verbeugen oder irgendwie Scharren oder sowas, wie wir jetzt schon hier in der App gelernt haben. Wäre doch cool, wenn ich mir aussuchen könnte, welche Spezialfähigkeit mein Pferd dann im Spiel hat, oder? Wäre doch viel cooler, weil ich möchte zum Beispiel dieses Rumbuckeln nicht. Ich finde das super nervig. Ich hätte zum Beispiel ganz gern, dass es dann eben dieses Knien, also dieses Verbeugen machen kann. Oder halt eben dieses Scharren. Das ist doch viel interessanter, ja? Jetzt schauen wir mal hier. Der nächste Tag ist angebrochen. Und was wir hier für eine neue Aufgabe haben. Oh, das sieht nach Springen aus. Ja, wir gucken uns das mal an. Oh, er macht so richtig kleine, süße Hopser. Ja, das ist ja mega cute. Sowas wünsche ich mir für Star Stable auch, dass man... Ja gut, jetzt hat man ja dafür die App, aber ich sag mal, das finde ich auch cool, so kleine Sprünge nur machen zu können. Also, wenn wir einen Aufladebalken für Sprünge hätten in Star Stable, das heißt also, wenn ich die Leertaste gedrückt halte, dann lädt sich so ein Balken auf und der entscheidet dann, wie hoch ich springe, fände ich ganz cool, weil dann kann man auch so kleine Hüpfer machen. Finde ich ganz süß. Und so ist unser Pferdchen auch schon auf Level 8. Nur noch zwei Level und dann können wir unseren Grey Rebel hier mit ins Star Stable nehmen. Ich freue mich schon sehr drauf, ne? Aber auch wenn du ein Großer bist, magst du es immer noch genauso gern hier auf der Nase gekraut zu werden, nicht wahr? Ja, das magst du immer noch ganz genauso. Ach, er ist halt einfach auch ein mega süßer, ne? Also das muss man ihm schon lassen, ne? Gut. Okay, jetzt schauen wir mal, was als neue Aufgabe hinzukommt. Am nächsten Tag sind wir hier auch beschäftigt, machen unser Pferd wieder schön sauber, ne? Und ich bin so gespannt, wir sind hier jetzt schon in Level 9, was ich wohl heute noch für eine tägliche Aufgabe damit habe. Ja, also, was haben wir noch für ein Hindernis? Wir haben ja beim letzten Mal Sattel aufsetzen, ne? Ja, haben wir gemacht, ja? Dann haben wir die kleinen Hüpfer gemacht. Und ich bin gespannt, was jetzt im 9. Level noch dazu kommt. Da haben wir bestimmt auch nochmal eine super krasse Trainingsaufgabe, ja? Was denkt ihr eigentlich? Denkt ihr, das wird jetzt alles nochmal kommen? Ich habe es in der letzten Folge schon mal angesprochen. Glaubt ihr, da kommen jetzt auch nach und nach die anderen Pferderassen? Und ist es ganz cool? Klar, ist es irgendwie cool, aber ist es halt auch vielleicht nur ein Grund von Starstäble, um die neuen Pferderassen und also die neuen Pferdefarben zu verkaufen? So exklusiv. Aber ich finde es ganz interessant, weil hier kriege ich gratis ein Level 10 Pferd später für denselben Preis. Also, ich spare mir quasi ein bisschen Gelevele. Ne? Ich bezahle das selber an Starcoins, aber habe hier die Möglichkeit, eine exklusive Farbe zu bekommen, das vielleicht nicht jeder hat. Und ich habe das Pferd gleich auf Level 10, wenn ich es kaufe. Und
Das ist doch eigentlich ganz cool. Und du hast vorher so ein bisschen Spaß damit. Und du hast eine Bindung zu dem Pferd. Weil ich sehe das viel zu oft, dass die Leute sich in Star Stable einfach mal so ein Pferd kaufen und noch 10 Pferde haben, die auch alle Level 1 sind, einfach mal so, weil sie sich ein Pferd kaufen wollten, ja. Und so hast du wenigstens eine Bindung zu deinem Pferd, weil du hast es trainiert und du hast es aufgezogen und so ist es ein bisschen mehr deins. Ich bin damit voll einverstanden und finde es super. Ich möchte aber Pferde gegen Starcoins verkaufen können, weil dann kann ich nämlich meine Pferde, die ich jetzt habe, die mir nicht gefallen, verkaufen gegen Starcoins und kann mir dann hier neue Pferde pflegen und neue Pferde entstehen lassen, zu denen ich eine Bindung habe und kann sie dann für Starcoins kaufen. Ich möchte ja nur 400 Starcoins wieder haben für ein Pferd. Das reicht mir sowieso nicht für ein neues. Da muss ich mir sowas anspannen oder kaufen. Aber ich möchte ein bisschen was zurückkriegen. Und dann würde ich mir sehr gern hier in der App auch noch andere Pferderassen holen. Ach guck mal, wir haben hier genauso wieder... Ja, also hier Longieren. Okay. Longieren ist doch ganz cool. Funktioniert genau wie bei dem Fohlen. Oh, und der ist so brav, oder? Unser Grey Rebel ist doch mega brav. Auf jeden Fall, da würde ich mich drüber freuen, wenn sowas dann kommen würde. Wenn ich dann Starcoins zurückkriege, dann investiere ich auch gerne hier mehr die Zeit und hole mir hier ein Pferd, was ich dann eigentlich lieber haben möchte, weil ich hier so ein bisschen mir das anschauen kann und mir ein bisschen überlegen kann, willst du das wirklich oder willst du das nicht? Und ich glaube, das kommt jetzt nach und nach auch mit den Updates immer neue Pferderassen hier dazu. Ja? Jetzt ist es natürlich klar, jetzt ist noch alles neu, aber wer jetzt nicht unbedingt einen Mustang haben will, der sollte vielleicht jetzt nochmal überlegen, ob er sich das wirklich kaufen sollte. Und jetzt haben wir hier noch Springen über hohe Hindernisse. Oha. Gut, das Hindernis ist genauso hoch. Ah ja, aber der Sprung ist deutlich höher. Okay, also das Hindernis ist genauso hoch. Der Sprung ist schon jetzt genauso hoch, wie er in echt sein sollte. Ja, also das ist der normale Star Stable Sprung. Ja. Und da hüpft er drüber. Ja, das ist sehr putzig. Sehr putzig. Und ich glaube, da bin ich auch schon fertig. Guck mal, wie hoch er springt. Mach Gott. Ist so ein braves Pferd. Der kann so hoch springen schon. Ja, und dann sind wir fertig. Level aufgestiegen. Maximales Level erreicht. Du kannst dieses Pferd jetzt kaufen und zu Star Stable Online transferieren. Ja, das mache ich natürlich. Und jetzt logge ich mich mal eben ein und dann transferiere ich das. Gut. Eingeloggt bin ich. Dieses Pferd kostet 969 Starcoins. Du hast 10.072, ja, habe ich ja genug, ne? Also ich kaufe es jetzt auf Scheidotter, also Mandy Scheidotter, meinem zweiten Kanal, meinem zweiten Account. Und ja, ich möchte es kaufen und bezahle jetzt wirklich die 969 Starcoins für eben diesen Mustang. Ja, du kannst dein Pferd jetzt in Star Stable Online reiten. Das Pferd befindet sich entweder im Stall oder auf deiner Weide. Irgendwo, da wird mein Pferd sein. Und ja, cool, so ist das. Und wenn man jetzt hier auf OK drückt, dann ist das Pferd dort und man kann sich dann neu anfangen und kann dann vielleicht den Falben machen oder das weiße Pferd oder wie auch immer oder eine andere Rasse, wenn sie dann irgendwo mal gibt. So sieht es aus. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Reihe Spaß gemacht mit mir hier das Fohlen anzuschauen, das Fohlen hochzutrainieren. Freut euch auf die Videos mit Dark Rebel, mit Grey Rebel, Entschuldigung, warum sage ich hier mit Dark Rebel. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, um hier die Zeit ein bisschen zu beschleunigen, bis das Pferd erwachsen wird, guckt euch mein Tutorial dazu an. Das seht ihr gleich hier in der Endcard und in der Videobeschreibung. Ansonsten hier nochmal die Bilder von dem ausgewachsenen Falben und dem ausgewachsenen Weißen, damit es euch ein bisschen als Entscheidungshilfe dienen kann, welchen ihr euch vielleicht holen wollt in der App. Dann seht ihr jetzt schon mal, wie die dann später aussehen. Ansonsten danke fürs Zugucken. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Hat euch das Spaß gemacht? Macht euch die App genauso viel Spaß wie mir? Ich finde die Idee cool. Wie gesagt, das mit den Starcoins hätte ich gern. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.